aber ist mit der Tagesordnungspunkt 34.7 von Ihnen verortet worden, eine Vorlage oder ein Antrag eingereicht durch die SPD-Fraktion. Diese könnte uns ihn jetzt einbringen. Danach haben wir Rederecht vereinbart für Herrn Hausmann, Frau Schröder, die dann gefragt sind. Und dann steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Fraktion Die Linke würde beginnen. Bitte schön, Frau Mühlbach. Hallo, jetzt geht's. Ich finde, wir könnten jetzt so weitermachen, ein bisschen noch was fürs gute Gewissen tun. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen Stadträte, liebe Bürgerinnen und Bürger am Livestream. Das Mikrofon ist nicht mit mir. Liebe Bürgerinnen und Bürger am Livestream, lieber Robin Rassmann und liebe Merle Schröder vom Objekt Klein A. Versuchen wir es nochmal. Ich freue mich ganz ehrlich, wahrscheinlich ist das wegen meiner Freude, dass dieser Antrag nun heute endlich das Licht des Stadtrates erblickt, nachdem meine Fraktion ihn vor fast einem Jahr eingebracht hat und er inzwischen auch von den meisten Stadtbezirksbeiräten mit einem überwiegend positiven Votum versehen worden ist. Dresden für junge Menschen attraktiver machen, Clubkultur retten, ich weiß, dieser Titel ist reißerisch. Aber die Lage der Clubszene ist ernst und das werden uns auch die beiden Vertreter der Clubszene nachher noch einmal deutlich machen. Ich möchte vorweg schicken, weil verehrte Herren von der AfD-Fraktion, diese Frage von Ihnen im AV aufgebracht wurde. Wir reden heute ausschließlich nicht oder ausdrücklich nicht über Sauna- und Swingerclubs, auch wenn ich Ihre Bedarfe verstehe. Als im vergangenen Jahr im Industriegelände ein Brand den Clubsektor und die angrenzenden Proberäume betraf, da gab es einen großen Aufschrei, auch einen großen politischen Aufschrei. Es war Oberbürgermeisterwahlkampf und viele politisch Engagierte gaben sich vor Ort die Klinke in die Hand. Das war gut so und das war auch richtig so. Ich fände es ganz toll, wenn Sie mir jetzt noch ein bisschen Aufmerksamkeit schenken würden. Aber danach war der Wahlkampf vorbei und der See ruhte wieder still und auch das Interesse an der Clubkultur hat wieder merklich nachgelassen. Unser Antrag war zu diesem Zeitpunkt längst im Geschäftsgang, nämlich seit dem 13. Mai 2022, weil das Thema schon lange brisant ist und weil es in der Clubszene schon länger brennt. Die Älteren unter uns wissen das noch, ich auch. In den 90er Jahren war Dresden eine Hochburg der Clubkultur. Reisende aus oder nach Prag, die sind nicht nur durchgefahren nach Berlin, sondern die haben auch mal einen Stopp gemacht in Dresden, um einen der vielen tollen Clubs zu besuchen. Seither haben Gentrifizierung und Lärmschutzauflagen und Mietpreissteigerungen und Betriebskostensteigerungen den Clubs in Dresden gewaltig zugesetzt. Einige wenige haben seitdem überleben können. Getragen von viel Herzblut, privatem Engagement und täglichem engagierten Einsatz. Corona hat den Clubs zuletzt noch einmal enorm zugesetzt. Sie waren die Ersten, die schließen mussten, trotz eigener Testkonzepte vor der Tür. Und sie waren die Letzten, die wieder öffnen durften. Aber Dresden, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist eben nicht nur Hochkultur, Philharmonie und Semperoper. Dresden, das sind vor allem auch junge Menschen, Studierende, die nach Dresden kommen. Und Clubs sind eben nicht nur Orte, an denen sich Menschen, auch nicht ganz junge, zum Quatschen oder zum Trinken treffen. Clubs, das sind auch Erprobungsorte für junge Künstlerinnen und Musikerinnen, die in dieser Stadt ausgebildet werden. An der Palooka-Hochschule, an der Hochschule für Bildende Künste oder an der Musikhochschule. Und die sich die Mieten für teure Bühnen eben noch nicht leisten können. Dresden braucht diese Plätze, diese Clubs, an denen sich junge Leute treffen und austauschen können. Sonst passieren Dinge, wie wir sie am Assi-Eck zu Recht kritisieren. Und der Bedarf an solchen Orten ist riesig. Wir haben den jetzt hier einzubringenden Antrag natürlich mit der Dresdner Clubszene abgestimmt. Was will dieser Antrag? Er will, dass wir uns zunächst mal einen Überblick verschaffen, als Ist-Standsanalyse. Welche Clubs hat Dresden überhaupt noch? Wie groß sind sie? Wo liegen sie? Wie sind sie ausgelastet? Er will, dass wir diese Daten künftig regelmäßig erheben in der Studie zur Kultur- und Kreativwirtschaft.
Und er will, dass wir die Menschen, die in dieser Stadt leben, fragen, wie wichtig ist euch die Dresdner Clubszene für die Wahl des Studienortes, des Arbeitsortes oder des Lebensortes. Und er will, dass wir Clubkultur künftig im Kulturentwicklungsplan stärker als das bisher passiert beleuchten. Nicht weniger, aber auch nicht mehr will dieser Antrag. Und ich weiß, Herr Lichti, das ist nicht wirklich viel. Das weiß auch meine Fraktion, aber es ist ein erster Schritt, um mögliche Unterstützungsbedarfe konkret zu ermitteln und auch vielleicht konkrete und treffgenaue Unterstützung auszureichen. Und das meint nicht nur Geld, das meint auch künftig die Bedarfe dieser Szene stärker zu beachten bei der Bebauungsplanung, beim Lärmschutz, bei der Suche vielleicht nach geeigneten kommunalen Immobilien. Aber das kann erst ein zweiter Schritt sein. Für diesen ersten, diesen kleinen Schritt, um die Dresdner Clubkultur zu stärken und an einigen Stellen tatsächlich auch zu retten, bitte ich Sie herzlich im Namen und im Interesse dieser Szene um Ihre Unterstützung. Vielen Dank. So, vielen Dank für die Einbringung, Frau Mühlbach. Und jetzt dürfen wir nach vorne bitten, Frau Schröder, Herrn Rossmann, Ihnen ist vom Stadtrat Rederecht gewährt worden und so mitgeteilt worden, Sie teilen sich rein in die 5 Minuten, weil es würde jetzt nicht ganz hart dahinterher sein, sondern wir sind gespannt auf Ihre Ausführungen. Hallo, sehr geehrte, meine Stimme, sehr geehrte Abgeordnete und Dresdner Stadträtin, wir, Robin Rassmann und Merle Schröder vom Objekt Klein A, sind hier, um Ihnen einen Einblick in die Welt der Clubkultur zu geben. Stellvertretend für viele Dresdner Clubs und VeranstalterInnen. Wir sind dankbar, heute darüber sprechen zu können, was uns bewegt und besorgt. Es geht um einen beachtlichen Teil der Dresdner Kulturlandschaft, der trotz aller Bemühungen noch immer wenig Aufmerksamkeit, Anerkennung und Schutz erhält. Vergangenen Sommer, nach dem Brand, hatten wir das Vergnügen, einige MinisterInnen, Abgeordnete aus dem Sächsischen Landtag und Stadträte begrüßen zu dürfen. Wir waren erfreut über ihr Interesse, aber es zeigte auch deutlich, dass der Informationsstand noch immer dünn ist. Eine Annahme war etwa, dass wir Eigentümer des Veranstaltungsortes seien. Doch die allerwenigsten Clubs und Betreibende besitzen ihre Musikspielstätten und so auch wir nicht. Im Gegenteil. Eine der größten Existenzbedrohungen für die Clubkultur in Dresden und überall sind steigende Mieten und Verdrängung. Aber das ist nur ein Beispiel für das mangelnde Bewusstsein seitens der Politik uns gegenüber. Doch zunächst, warum ist Clubkultur eigentlich wichtig für die Stadt? Nun, wir bringen Menschen zusammen, unterschiedlichste Menschen, und im Übrigen lange nicht nur Jugendliche. Unser ältester Stammgast ist 70 Jahre alt. Alle zusammen tanzen sie zur zeitgenössischen Musik von KünstlerInnen aus ganz Deutschland, Europa und der Welt, die wir auf die Bühne bringen. Und Clubs sind oftmals auch soziokulturelle Orte. Bei uns etwa findet man neben Techno und Konzerten auch Kino, Theater, Jazz-Jams, Ausstellungen, Kinderdisco, Bauwochenenden, Workshops, Performances. Wir betreiben wie viele andere Spielstätten auch Vernetzungs- und politische Bildungsarbeit. Dabei kreieren wir maximal außeralltägliche Erfahrungen und schaffen dafür möglichst sichere und integrative Räume. Wir können also wohl mit Recht sagen, dass wir die kulturelle Vielfalt der Stadt immens bereichern. Clubs sind Orte des Austauschs, des Ausprobierens und des Experimentierens von kreativen Köpfen unserer Zeit. Und nebenbei tragen wir damit ganz wesentlich zur Attraktivität Dresdens bei. Das haben andere Städte in Deutschland und bei Europa längst erkannt und wir finden, für Dresden ist es an der Zeit aufzuholen. Übrigens haben auch viele Institutionen der hochgeschätzten Dresdner Kulturlandschaft längst erkannt, was die Sub- und Clubkultur ausmacht. Wir arbeiten mit dem Staatsschauspiel Dresden, dem Tanznetz und der Villa Wigmann sowie mit dem Europäischen Zentrum der Künste Hellerau schon lange zusammen. Alle machen tolle Arbeit und wir machen auch tolle Arbeit. Das bescheinigt auch die institutionelle Förderung für das Objekt Klein A, die wir seit 2 Jahren erhalten und wir sind sehr dankbar dafür. Die 20.000 Euro im Jahr für uns sind allerdings eher ein Feigenblatt gemessen an dem, was die gesamte Dresdner Clubkultur leistet und an Wertschätzung verdient. Ein Blick hinter die Kulissen macht das vielleicht deutlicher. Die Bereitstellung unserer
kulturellen Angebote erfordert nicht weniger Arbeit als die einer sogenannten Hochkulturveranstaltung. Von der Kuration und Promotion über die Koordination von Buchungen und Unterbringungen, die Akquise von Personal, Aufbau, Umbau, technische Einrichtung, die Liste ist lang. Und alle genannten Arbeiten geschehen noch, bevor nur ein einziger Gast, eine einzige Person den Club betreten hat und Eintritt gezahlt hat. Die Durchführung einer qualitativen und sicheren Veranstaltung erfordert dann wiederum einen Haufen guter und harter Arbeit. Insgesamt unzählige Stunden ehrenamtlicher und unterbezahlter Arbeit. Das scheint für die Clubkultur normal zu sein, doch Selbstausbeutung darf nicht normal sein und Existenzängste dürfen nicht normal sein. Das muss für Theater und Oper ebenso gelten wie für Clubs und Live-Musikstätten. Normal sollte eine stärkere Anerkennung unserer Kultur im Kanon der sächsischen Kulturen sein. Normal sollte die Subvention von Clubkultur sein, da wo die Eigenfinanzierung an ihre Grenzen stößt und nur die Wahl zwischen Selbstausbeutung oder Preissteigerung und in beiden Fällen dem Ausschluss von Menschen bleibt. Insgesamt wünschen wir uns und wünschen sich tausende Menschen mit ihrer Form des Kulturschaffens und Erlebens ernst genommen zu werden und dass sich die Stadt aktiv um die Bestandssicherung dieser Orte bemüht. Der vorliegende Antrag der SPD ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung und wir hoffen auf Ihre Unterstützung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Frau Schröder, Herr Rassmann. Und trotz, dass Sie sich reingeteilt haben, können sich viele Stadträte eine Scheibe abschneiden. Sie haben eine Punktlandung gemacht bei der Zeit. Kompliment. So, dann steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Ich hatte gesagt, Fraktion Die Linke beginnt. Wird das Wort gewünscht? Herr Hecht, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, in mehrfacher Hinsicht, Kolleginnen und Kollegen aus dem Stadtrat, als auch sozusagen die Leute, die veranstalten, Clubs machen. Ich habe ja in meinem Leben da auch schon längere Zeit dazugehört. Deswegen finde ich es natürlich auch gut, dass die SPD da jetzt gekommen ist. Ich werde mir überlegen, ob ich dann im Gegenzug meinen Antrag zur Hochschule für Musik schreibe, um dort ein bisschen Support zu geben. Also jedenfalls, ich erinnere daran, dass die Kämpfe sozusagen von Clubs tatsächlich was ganz Wesentliches sind. Ich habe mir mal erzählen lassen, als ich in der Scheune angefangen habe, was ist eigentlich Popmusik? Na, wie ist der Unterschied zwischen Rock'n'Roll, Jazz, Pop und so weiter und so fort? Und habe mir da so ein Musikwissenschaftler ins Büro geholt und der hat gesagt, der Unterschied ist der, Popmusik ist das jugendliche Lebensgefühl, das sozusagen auch in Leuten noch mitschwingt, die mit, in meinem Alter oder sowas, Leuten auf der Bühne zuhören, die also fast doppelt so alt sind wie ich. Ne? Also die Bewahrung des jugendlichen Lebensgefühls sozusagen, das ist die Aufgabe des Rock'n'Roll, wo im Grunde genommen dann Popularmusik und Jazz und so weiter bis hin zum Grindcore irgendwelche Spielarten sind. Die brauchen natürlich Orte. Das ist auf jeden Fall das A und das O. Orte zum Üben und aber auch Orte der Aufführung. Die Begegnung zwischen KünstlerInnen und Publikum muss organisiert werden. Und dort passiert dann natürlich weit mehr als nur ein ästhetischer Impuls, sondern es passiert, es wurde auch gut dargestellt, natürlich auch was Soziales. Es passiert auch was sozusagen in der Entwicklung von Leuten, auch von jungen Menschen, die eine gewisse Prägung haben, jetzt nicht nur musikgeschmacksmäßig, sondern vielleicht sogar, was in Richtung Werte geht. Als wir uns damit beschäftigt haben, auch mit der Gefährdung von diesen Orten guter Musik, sind wir darauf gekommen, dass die Schwierigkeiten auf verschiedenen Ebenen liegen. Ich habe 2007 das nannte sich Spielstättenporträt, also wurden deutschlandweit sozusagen Clubs mit einem aufwendigen Fragebogen
befragt nach ihren Problemen, nach ihren Erfahrungen und so weiter, wie viel sind von Insolvenz bedroht, aber auch sozusagen, wie viele Acts habt ihr im Jahr, wie viel Publikum, was sind eure Wünsche, und daraufhin haben wir das ausgewertet und dann den Bundesverband der Live-Musik gegründet, die sogenannte Livecom, die es heute immer noch gibt, die jetzt 10 Jahre alt ist, weil wir gemerkt haben, ein Großteil der Probleme liegt weniger auf der lokalen, kommunalen Ebene als vielmehr auf der Landesebene, ich sage mal Stichwort Baurecht, als auch auf der Bundesebene, ich sage mal Stichwort Besteuerung, zum Beispiel Umsatzsteuer, warum sollen die Theater ihre Pausengetränke mit 7% verkaufen dürfen und die Clubs sozusagen ihre Getränke mit 19% verkaufen müssen. Das ist ein Wettbewerbsnachteil. Nur um ein Beispiel zu nehmen, ganz abgesehen von den Emissionsthemen und so weiter. Also wir haben damals die Livecom gegründet und auch den Europäischen Verband der Spielstätten, die Live-DMA, wo wir aus den europäischen Ländern dann zusammengelegt haben und versuchen seitdem da Lobbyarbeit zu machen für die Clubkultur. Und ich habe mich dann jetzt natürlich nicht mehr vorne dran gestellt sozusagen, sondern ich bin auch einige wenige Jahre jetzt da schon nicht mehr ganz so fest drinne. Aber das ist das, was jetzt hier auf der lokalen Ebene passiert. Jetzt fängt es wieder an sozusagen, auch schon seit einiger Zeit, dass die Leute dieses Thema in die Hand nehmen und Lobbyarbeit betreiben. Und das ist der erste Schritt. Das ist das ganz Wichtige, dass Gehör gefunden wird, dass Gehör ermöglicht wird und dass natürlich auch nochmal eine Datengrundlage abgedatet wird. Das heißt, wie sieht es tatsächlich gerade aus im Vergleich zu den 90ern? Und auch diese Best-Practice-Geschichten, die es ja nun schon einige Jahre gibt, was für Maßnahmen könnten denn helfen, bestimmten Veranstaltungsformaten sozusagen zu unterstützen. Ich erinnere daran, dass ich die Diskussion auch schon um das Clubkataster mal geführt habe, also diese Orte der guten Musik sozusagen zu erfassen oder das Agent-of-Change-Prinzip, dass bei Stadtentwicklungsänderungen sozusagen bestehende Institutionen mit gefragt werden. Da bin ich auch sozusagen schon beim Punkt. Neben dieser Datenerfassung und dem Bewusstsein, was sich damit erschließt, ist natürlich die Wertschätzung ganz toll. Das heißt, wir haben auch mit dem Nachtbürgermeister, mit der Nachtbeauftragten einen schönen Punkt gemacht. Und ich sehe das am ehesten noch im Thema der Stadtentwicklung verortet, dass man dort nochmal genau nachdenkt, wie kann man das ermöglichen, dass die Clubkultur in Dresden weiterhin so fruchtbar und lebendig und auch wahrnehmbar bleibt. Vielen Dank. Als nächstes die CDU-Fraktion, Herr Schmidt. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Dresden für junge Menschen attraktiver machen, Clubkultur retten. Das ist der Titel des Antrags und die Einreicherin hat schon gesagt, der Titel klingt ein wenig für mich ist es ein leicht populistischer, reißerisch. Für mich ist es, ich würde es schon fast sagen, schon fast populistisch, diese Überschrift, wenn ich nämlich sehe, was in dem Antrag steht. Denn Fakt ist, mit dem, was beschlossen werden soll, wird kein einziger Club gerettet und auch kein einziger Club entsteht dadurch neu. Schauen wir uns mal die einzelnen Punkte des Antrages an. Die Verwaltung soll beauftragt werden mit einer Ist-Stands-Analyse, soll also evaluieren, wie die Clubszene in Dresden derzeit aussieht. Das kann man zwar machen, ist sicherlich auch interessant für den einen oder anderen, aber es bindet Verwaltungskapazitäten und ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, dass wir als Stadtrat schon mal einen Auftrag gegeben haben, dass die Verwaltung beispielsweise durchzählt, wie viele Fahrradwerkstätten, wie viele Bäckereien, wie viele Fleischereien es in Dresden gibt. Also warum sollten wir das jetzt speziell für die Clubkultur tun oder für die Clubs? Die Frage ist auch, was fangen wir denn mit dieser Evaluierung an? Kataster war jetzt gerade schon genannt worden. Ich habe das letztens mit unserer Jungen Union diskutiert im Rahmen eines Stammtischs. Wir haben dann die Frage gestellt oder die Frage in den Raum geworfen, soll das vielleicht dann künftig im Themenstadtplan erfasst werden, dass dann jemand, der abends weggehen will, in seiner App suchen kann, wo könnte ich denn heute Abend mal hingehen, welcher Club spielt welche Musik? Ich glaube, das, ja, tolle Idee. Ich glaube aber, das ist der falsche Ansatz. Ich kann mir nie vorstellen, dass junge Leute
die in Clubs gehen. Ich fühle mich da ehrlich gesagt nicht mehr dazugehörend. Aber dass junge Leute wirklich über den Themenstadtplan raussuchen, wo sie abends hingehen. Ich glaube, das läuft ein Stück anders, zumindest lief es zu der Zeit anders, als ich noch jung war. Inwiefern Clubkultur, ich bin alt, inwiefern Clubkultur ein Kriterium für die Wahl des Dresdens als Studien-, Lebens- oder Arbeitsort ist, kann man in der kommunalen Bürgerumfrage gern abfragen, aber auch da wieder die Frage, was fangen wir damit an, wenn wir es wissen, dass 20% das für wichtig finden und 37% besonders wichtig? Welche Stellschrauben hat die Kommune am Ende? Ich sehe sie nicht. Die Aufnahme im Kulturentwicklungsplan, den haben wir erst kürzlich evaluiert oder überarbeitet. Es gibt keinen festen Modus, wann der das nächste Mal dran ist, wissen wir nicht. Clubszene ist relativ schnelllebig. Es geht bald wieder los, okay. Aber wir haben keinen festen Zeitraum festgelegt, aber gut, die Verwaltung sagt, es geht bald wieder los. Ich glaube trotzdem, die Clubszene ist schnelllebig und der Kulturentwicklungsplan ist ein etwas starres Instrument und deswegen aus meiner Sicht wenig geeignet. Ich fasse zusammen, es soll evaluiert werden, es sollen Daten künftig regelmäßig erhoben werden, in der kommunalen Bürgerumfrage abgefragt werden, wie wichtig Clubs für die Standortwahl sind und im Kulturentwicklungsplan irgendwann, vielleicht demnächst, ein neues Kapitel Clubkultur eingefügt werden. Wie rettet man damit Clubs? Richtig, gar nicht. Und deswegen lehnen wir den Antrag ab. Vielen Dank. Wird FDP das Wort gewünscht? Nein. Freie Wähler, Freie Bürger das Wort gewünscht? Nein. Dann Dissidenten, Herr Aschenbach. Also, SPD, die gucken alle weg, die Sozen. Dresden für junge Menschen attraktiver machen, Clubkultur retten. So der ebenso blumige wie ihre führende Titel dieses SPD-Antrags. Junge Menschen, hui, retten, geil. Gefühlig ist die Rede vom Sektorbrand, von jungen Kreativen, von Künstlern und von Tanzen. Und von all dem, was man so reinpacken kann, wenn man nur einmal das Wort kreativ heraufbeschwor. Teilweise völlig unklar, was das alles noch mit Clubs zu tun hat, aber drauf geschissen. Wie wollen die Partysozen die Clubs denn nun retten und Dresden für junge Menschen attraktiver machen? Die ernüchternde Antwort: zählen. Anzahl, Lage, Größe und Besucherzahl sollen erfasst werden, das Thema Clubs in die kommunale Bürgerumfrage aufgenommen und im bedeutungslosen Kulturentwicklungsplan gar ein eigenes Kapitel angelegt werden. Hurra! Ich habe es schon lebhaft vor Augen, wie junge Menschen aus aller Welt in Scharen nach Dresden strömen, weil in der Studie zur Kultur- und Kreativwirtschaft des Amtes für Wirtschaftsförderung der Landeshauptstadt Dresden steht, wie viele Clubs es gibt. Sexy. 1, 2, 3, 4, viele. Muss man eigentlich Sozialdemokrat sein, um zu glauben, man könne irgendwas dadurch retten, dass man es zählt? Leider nein, ist es doch ausdrücklicher Wunsch der organisierten Clubs, gezählt zu werden. Wer eine Nummer hat, der ist. Nun gut. Hilft zwar nicht gegen Verdrängung oder Mietwucher, aber die ist entweder Landes- oder Bundesgesetz oder noch schlimmer vom Markt geregelt. Also zählt. Zählt, so hart ihr nur könnt. Zählt, als würde es keinen Morgen geben. Aber bitte leise, andere wollen tanzen. Wir setzen fort in der Fraktionsrunde, AfD-Fraktion, Herr Rentsch. Sehr geehrter Oberbürgermeister, werte Stadträte, liebe Bürger. Clubkultur retten. Was ist ein Club? Ein Club kann per Definition ein Verein, eine Organisation, eine Studentenverbindung, als auch ein Synonym für Diskotheken und oder Nachtclubs sein. Im Gegensatz zu dem Ergänzungsantrag Neustadt Punkt 5, der teilweise darauf eingeht, welche Kulturszene erfasst werden soll, stellt sich dem geneigten Leser
des restlichen Antrages die Frage, ob die SPD jetzt vollends den Boden der Realität verlassen hat. Wenn man Punkt 1 und Punkt 3 zuzüglich der Würdenbegründung liest, ergeben sich tausende Fragen, die im Ergebnis gar keinen Arbeitsauftrag abbilden können. Und auch entgegen der witzig-dümmlichen Bemerkung von Frau Mühlbach stellt sich sehr wohl die Frage, welche Clubs meint denn die SPD? Musikclubs, Tanzclubs, Sportclubs, Faschingsclubs oder Clubs des horizontalen Gewerbes? Jawohl. Oder was für Clubs auch immer. Die Antragsbegründung liest sich sehr, sehr abenteuerlich. Zitat: Clubs sind Begegnungsorte, soziokulturelle Orte. Sie bringen Menschen unterschiedlichster Schichten für die Musik. Jetzt kommt's. Die Subkultur, die Erfahrung zusammen. Hier stellt sich auch die Frage, ob die SPD eigentlich weiß, was Subkulturen sind, die sie da zusammenbringen will. In der Begriffsgeschichte gehören hierzu unter anderem Rocker, Punks, Hippies, Skinheads und Religionsfanatiker. Liebe SPD, das ganze Machwerk ist ein weiteres bürokratisches Unding, welches der hiesigen Kulturlandschaft in keinster Weise hilft. Weder die Kreativität noch die Wirtschaftlichkeit werden mit diesem Antrag gemehrt. Die in der Begründung vorgebrachte Kernschmelze kultureller Einrichtungen halten derart wirre Anträge auch nicht auf, zumal die Ursachen bundes- und gesellschaftspolitischer Natur sind. Dem Punkt 5 des Ergänzungsantrags, der ÖBB wird beauftragt, eine Liste von Flächen, Gebäuden, Orten im kommunalen Besitz zu erstellen, die grundsätzlich als Räume für die Musik-, Club- oder Bandszene sowie Ateliers für Künstler bereitgestellt werden könnten und so weiter, werden wir zustimmen. Einzig dieser Punkt ist eine vernünftige Grundlage, die Freiheit der Kulturschaffenden zu sichern. Wir beantragen die punktweise Abstimmung des Ergänzungsantrags. Danke fürs Zuhören. Also, da bin ich jetzt auch ein bisschen überrascht. Welchen Ergänzungsantrag? Was soll da? Neustadt. Gut, werde ich mal suchen gehen. Jetzt kommen wir in der Fraktionsrunde weiter zu Bündnis 90 Die Grünen, Frau Filesine. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen aus der Clubszene. Ich bin jetzt tatsächlich nicht mehr in dem Alter, wo ich mich zu den Stammgästen der Clubs zählen darf, wobei ich vorher voller Begeisterung gehört habe, dass es eine 70-jährige Stammkundin im PKA gibt. Und da würde ich dann denken, vielleicht kann ich ja doch noch mal auf meine alten Tage versuchen, irgendwo Stammgast zu werden. Aber Spaß beiseite. Ich bin der SPD außerordentlich dankbar für diesen Antrag und gerade auch, weil er, wie Eileen Mühlbach ja bei der Einbringung selber gesagt hat, ein bisschen weit gefasst ist und nicht jetzt versucht, jedes einzelne Detail zu regeln. Ich gebe es zu, also ich musste, weil in meiner Generation war es wirklich, in meiner Jugend gab es wenig Clubs in dem Sinne, wie wir sie heute haben. Da waren es zum Teil wirklich einfach Diskos, in denen sonst nicht viel passiert ist. Und da würde ich jetzt sagen, das waren so die ganz rein kommerziellen Unternehmen, wo man wirklich mit Fug und Recht sagen kann, die müssen sich eben tragen. Und wenn sie es nicht tun, dann ist es genauso wie bei einer vergleichbaren Gaststätte vielleicht. Mittlerweile ist es ja so, ich habe eben meine Kinder erzählen mir da auch, als sie noch in Dresden waren, haben die mir auch immer von der breiten, damals noch breiteren als heute Clubszene erzählt. Mittlerweile sind die in Berlin, alle beide. Und deswegen kann ich sagen, ich brauche gar keine Befragung zu machen, um zu wissen, wie wichtig eine aktive und facettenreiche Clubszene tatsächlich ist, um junge Leute zu halten. Was ich so gut finde, und ich bin schon ganz lange in diesem Stadtrat für Kulturpolitik unterwegs, ist, dass wir tatsächlich mit diesem Antrag es schaffen,
oder uns klar dazu zu bekennen, dass diese Clubs eben wirklich zur Kultur zählen und eigentlich genau dann gleich behandelt werden müssen bei der Betrachtung, bei der Auswertung, bei der Überlegung, wie geht's weiter. Und deswegen, ja, auch wenn man sagen kann, wann kommt schon immer wieder der nächste Kulturentwicklungsplan, aber ich habe es ja gerade auch wohl vernommen, es geht jetzt dann wieder los, ist es, glaube ich, schon ein zentraler Schritt, zu sagen, die müssen da genauso Platz finden, wie es mittlerweile längst auch die freie Szene tut. Da musste man ja auch eine ganze Zeit lang dafür kämpfen und ganz selbstverständlich natürlich unsere eigenen städtischen Kultureinrichtungen. Ich finde den Antrag oder wir finden den als Grüne sehr gut. Ich glaube, muss hier jetzt nicht groß erzählen, will ich dann auch gar nicht an der Stelle, dass wir hatten ja auch mal schon eigene Anträge, die die Clubszene entsprechend unterstützt haben. Aber hier jetzt wirklich volle Unterstützung. Und eine kleine Geschichte will ich doch noch erzählen. Liebe SPD, wenn ihr mal wieder schwierige oder überhaupt Anträge habt, die in Stadtbezirksbeiräte müssen, dann schickt bitte Eileen mit egal welchem Thema, glaube ich, in den Stadtbezirksbeirat Loschwitz. Also mir haben meine Kolleginnen und Kollegen dort voller Begeisterung erzählt, dass ich mit genau diesem Antrag, und das hätte ich niemals im Leben gedacht, weil der Stadtbezirksbeirat Loschwitz ist mit doch sehr vielen, zum Teil auch humorlosen älteren Herren durchsetzt, hat sie eine Zustimmung zu diesem Antrag gekriegt. Und deswegen, lieber Mario, du enttäuscht mich jetzt wirklich, dass du dir nicht an deinen Kollegen im Stadtbezirksbeirat Loschwitz ein Beispiel genommen hast und gesagt hast, das kann man doch unterstützen. Vielleicht überlegt das ja doch noch. Also in diesem Fall würde ich sagen, man orientiere sich am Stadtbezirksbeirat Loschwitz und dann kriegt es eine ganz, ganz breite Unterstützung. Vielen Dank. So, meine Damen, meine Herren, dann sind wir erstmal durch die Fraktionsrunde durch. Weitere Wortmeldungen liegen mir jetzt auch nicht vor. Bevor wir in die Abstimmung eintreten, gucke ich mal in Richtung SPD mit dem Wunsch, noch vielleicht einen Datumsvorschlag zu machen, weil bei einer so professionellen Verwaltung, wie wir sind, erschaffen wir aber trotzdem den 31. Dezember 2022 nicht mehr. Und mit Blick nochmal Richtung AfD, keine Beantragung. Gut, dann jetzt Schlusswort der SPD und verbunden mit dem Vorschlag für den Termin. Ja, vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Ich versuche das mal. Sehr geehrter Herr Aschenbach, zunächst vielen Dank für Ihren ausgesprochen humoresken Beitrag. Auch dafür gibt es übrigens Clubs. Schade, dass Sie offenbar Ihre Beiträge nicht hören wollen. Da müssen wir uns die jetzt anhören. Lieber Kollege Schmidt, ich bin ähnlich enttäuscht wie Christiane Filius-Jähne. Nur weil Sie aus dem Alter raus sind, hätte ich übrigens nicht gedacht, und die Stellschrauben nicht sehen, heißt es ja nicht, dass es die nicht gibt. Und wenn ich ganz ehrlich sein soll, wäre es mir an Ihrer Stelle peinlich, in Anwesenheit der Clubszene, der hier anwesende und von Ihnen unterstützte Oberbürgermeister Unterstützung zugesichert hat, eine Abfuhr zu erteilen, und zwar in dieser Art. Ich glaube, ich habe mehrfach auch in meiner Einbringungsrede gesagt, ja, es ist ein Antrag, der nicht wirklich weit geht. Auf jeden Fall nicht weit genug. Aber es ist ein Anfang und es hätte jedem von Ihnen in der langen Laufzeit dieses Antrages doch freigestanden, ihn zu erweitern oder zu ergänzen oder zu präzisieren. Leider hat es keiner getan. Im Übrigen mit Blick auf den Ergänzungsantrag möchte ich erwähnen, es hat einen Ergänzungsantrag gegeben des Stadtbezirksbeirates Neustadt, glaube ich. Allerdings haben wir uns im Ausschuss nur mit dem Originalantrag befasst und auch der steht jetzt hier nur zur Abstimmung. Letzter Punkt, nein, wir planen nicht, die Verwaltung damit zu beschäftigen. Auch da gibt es sicherlich schon den einen oder anderen, der dem Clubszenealter entwachsen ist.
Das haben wir berücksichtigt. Unsere Idee ist es tatsächlich, diese Ist-Stands-Analyse dorthin zu geben, wo sie hingehört, nämlich in die Clubszene selbst. Damit bin ich jetzt am Ende. Ich soll noch einen Terminvorschlag machen, habe ich gehört. Also der 31.12.2022 ist bei aller Geschwindigkeit dieser schnellen Verwaltung tatsächlich nicht mehr zu erreichen. Ich würde vorschlagen, dass wir den 31. August 2023 vorschlagen. Ich hoffe, dass wir das schaffen können. Wir werden auch damit leben, wenn es einen Monat länger dauert. Hauptsache, wir bringen den Antrag jetzt auf den Weg und dafür bitte ich nochmals um Ihre Unterstützung. Danke. So, meine Damen, meine Herren, dann würde ich gerne zur Abstimmung schreiten und den Antrag oder den federführenden Ausschussbericht zur Abstimmung stellen. Mit dem Hinweis, ich würde jetzt nicht da jetzt große Abstimmung darüber laufen lassen, dass wir das Datum tauschen in den 31. August 2023 und so dann auch die Beschlussausfertigung dieses beschlossenen oder auch nicht beschlossenen federführenden Ausschussberichtes verfassen. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Ja-Stimmen, 30 Nein-Stimmen, keine Enthaltung. Damit hat das eine Mehrheit gefunden. So.